John Lomax ist ein ehrenwerter Polizist. Wir sehen uns später, Schatz. Bis ein brutaler Mörder sein Leben verändert. Hallo? Ich habe Sie neulich gesehen und dachte, dass wir uns vielleicht besser kennenlernen sollten. Martin Kagan, Sie werden des Mordes an Jenny Lomax für schuldig befunden. Das Strafmaß lautet Tod durch den elektrischen Stuhl. Sie werden zunächst ins Staatsgefängnis überstellt, wo alsbald das Urteil vollstreckt wird. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Egal, was er verbrochen hat, er ist ein Mensch, der immer noch Rechte hat und dessen Würde unantastbar ist. Der hat keine Würde mehr. Der wird hingerichtet. Ich bin ein unheimlich kranker Mann. Während die zum Tode verurteilten Häftlinge in das Fairview Security Center überstellt werden, wird Martin Kagans Strafe ausgesetzt. Und er erhält damit die seltene Chance für ein besseres Leben. Er hat noch weitere Morde begangen. Und die werde ich ihm anhängen. Wenn es Nacht wird, regiere ich im Gefängnis. Ich habe alle auf meiner Seite, auch die Wachen. John will sich diesen Kagan im Gefängnis vornehmen. Ich werde Kagan bestrafen. Wozu hat man uns ausgebildet? Du bist der Beste, John. Du hättest nicht kündigen dürfen. John Lomax nimmt die Gerechtigkeit selbst in die Hand. Ich werde ihn fertig machen. Hör auf, den Helden zu spielen. Das ist Selbstmord. Du wirst dabei draufgehen. Justiz versagt, sorgt einer für Gerechtigkeit. Jeff Speakman ist The Expert, ein Mann, der seinen Job versteht. Jetzt auf Video.